FFN. So, hallo, grüß Gott, ich bin also heute in der Schwarzen Pfütze und habe den Jens Schäffler vor der Kamera. Herr Schäffler, was führt Sie heute in die Schwarze Pfütze? Ja, ich habe mit Manuel gesprochen und der sagt, er möchte mich hier als Trainer haben für das Boxertreffen. Und somit haben wir uns gefunden und es macht mir Spaß, mit Reiseenduros zu unterrichten. Und somit bin ich hergekommen. Was ist das Besondere am Boxer? Weil wir heute haben wir ja Boxertreffen. Was ist da das Besondere dran? Ja, das ist eine Maschine, die gibt es schon ewige Zeiten. Und es gibt viele Liebhaberfans davon. So, und deshalb halt speziell für diese Maschinen gedacht, dieses sogenannte Reise-Enduro-Training für Boxer. Jetzt haben die natürlich unheimlich große Motoren, die Boxer alle, und sind natürlich auch saumäßig schwer. Sind die denn im Gelände auch wirklich so schön zu fahren wie vielleicht eine kleinere Enduro? Oder eine ja, man kann den Boxer ganz lässig im Gelände bewegen. Also, die sind nicht gebaut für Hard-Enduro, aber man kann sehr viel machen, bergauf, bergab und Schotter. Und Simo Kürsi hat es ja vor Jahren gezeigt, was mit so einem Moped möglich ist. Und ja, abseits der Straße zu fahren, macht so eine Laune. Das ist so eine schöne kleine Freiheit. Und das möchte ich den Teilnehmern hier einfach näher bringen. Einfach ein paar Hinweise. Normalerweise gibt es Erwärmung, etwas Frühsport, Muskulatur erwärmen gehört dazu. Jetzt fahren wir mit kaltem Körper, kaltem Moped und das ist einfach nicht gut. Ich sage jetzt mal, jetzt ist es so, folgendes. Bitte schätzt ab, wie es euch geht. Ja? Wir wollen Spaß haben an dem Tag, wir wollen Laune am Motorradfahren haben. Gerade der Umgang mit dem Boxer, das ist so eine geile kleine Freiheit. Und auch mit den anderen Maschinen, die dazugekommen sind. Aber Vorsicht, nicht sinnlos überschlagen, ein Umkipper kann passieren, passiert jedem. Aber nicht auf die Schnauze hauen, sich wehtun und hinterher, mein Gott, ich habe doch gewusst, da bin ich noch nie hochgefahren. Ich habe gedacht, probier mal, was soll denn passieren? Ja, was soll denn passieren? Das Ergebnis hat man dann. Brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nicht ins Spital. Es geht in den schönen Herbst hinein und wir wollen alle gesund nach Hause kommen. Also bitte Kopf einschalten, mitdenken. Schaut, wie es euch geht. Jeder hat eine andere Kondition. Der eine fährt im Jahr 50 bis 100 Mal, der nächste 3 Mal, weil es aus Privatgründen, Familie, Beruf nicht anders geht. Jeder hat eine andere Kondi. Wenn ihr merkt, dass die Unterarme hart werden, dass man Krämpfe in den Händen bekommt, sofort stoppen. Der Trainer kommt zurück, was ist denn? Nicht denken, ah, die anderen fahren auch noch, kein falscher Stolz, da muss ich hinterher, das wird schon gehen. Nein, du bekommst den Krampf in der Hand und der stellt auf Vollgas und dann gibt es richtig Krech. Und das braucht man nicht. Also, bitte achtet drauf, wie es euch geht. Zum Trainer gehen, sagen du, ich setze mal 10 Minuten aus. Ich fahre vor, mach Pause, ich gehe dann wieder mit. Ist keine Schande. Und so lassen wir den Vormittag einfach mal los. Genau. Okay, viel Spaß. Schaut auf euch. Gentlemen, please start your engine.
Also dieses Enduro-Boxer-Treffen, das sagt ja das Wort schon, das ist auch schon mal ein Treffen für die ganzen Dickschiffe. Wir haben es mit dem Namen zwar eingegrenzt auf Enduro-Boxer, aber es sind auch gern Zweizylinder, KTM-Motore oder Kawasaki oder was auch immer im Gelände bewegt wird gesehen. Grenzmarke ist ab 150 Kilo Leergewicht. Wir treffen uns hier, tauschen aus über Umbauten, über Urlaube, Reisen, Ziele, was man alles machen kann, Rennserien. Es wird alles hier abends besprochen. Wir bieten Training an mit dem Jens Schäffler, den habt ihr ja vorhin mal gesprochen, dem ehemaligen Weltmeister. Wir bieten Training an mit mir zusammen und wir versuchen auch das Potenzial der Fahrer auf unserer Strecke an der Schwarzen Pfütze zu steigern. Dass wir einfach sagen, wir fahren erst außen rum und dann fahren wir in die Strecke rein, in die steil Auf- und Abfahrten. Und am Ende des Tages war es eigentlich immer so, dass wir meistens auch die Treppen fahren konnten. Wir können dann auch ein wenig steigern, weil das waren mir jetzt zu viele Leute, um zu sagen, ah ja, ich sehe Simo, ihr seid alle den Berg runtergekommen. Oder ich sehe Simo nicht, weil dann wir alles erstmal zurücklaufen, dürfen wir schon mal gucken. Ne? Oder wenn ich anfange zu drehen, dann gibt es ein Chaos. Deswegen habe ich versucht, immer das bisschen zu steigern, das Niveau. Ich habe auch immer die Einfahrt unten angeschaut, habe gedacht, nett. Aber wenn dann einer steht und kippt um, ne? Und schert sich den Finger ab, ne? Dann hat er nur noch 9. Ne? Yeah.
Da wird es beim Auffahren mein Zündkerz nicht mehr abgezogen. Deswegen habe ich nicht mehr gezogen. So, hallo, du fährst jetzt wirklich mit so einem richtigen Dickschiff im Gelände hier rum. Macht es da noch Spaß mit so einer schweren BMW? Macht immer Spaß, egal. Egal mit welcher. Das macht je schwerer, je besser. Was fährst du so? Ich habe gehört, du fährst da rein. Ja, also wir fahren vom Prinzip zur Veranstaltung. Das sind so ein oder zwei Tage freies Fahren, ein bisschen um zu lernen und zu üben. Wir fahren so Marathon-Geschichten, das sind dann über 24 Stunden Veranstaltungen auf einer einzigen Strecke. Es gibt jetzt Bacher Deutschland nächste Woche. Es sind Zweitages-Event, eine Rallye, die zu Polen-Breslau, Breslau-Polen gehört. Nächste Woche wieder. Ja, das sind immer so 250, 300 Kilometer Tagesetappe und über zwei oder halt noch mehr Tage. Was hast du da für einen Haufen Geräten an deinem Motorrad dran? Das ist ein Roadbook im Endeffekt, das zeigt mir die Strecke halt an, also quasi nach wie viel Kilometer mit Zwischenetappe, welches Hindernis bzw. welche Abfahrt halt kommt, die kann man dann quasi hier steuern. Das ist dann, sind halt die verschiedenen Abzweigungen halt nach Kilometer geplant. Das oben drüber ist quasi dann ein korrigierbarer Zähler. Da kann ich also quasi die Kilometer, falls ich mich verfahren haben sollte, zu einem Punkt zurück müsste, könnte ich wieder korrigieren. Also quasi vom Prinzip wie ein Tacho, den ich korrigieren kann. Und oben drüber, das ist jetzt nicht mehr drin, das ist ein kleines Navi, einfach um Übersicht zu haben. Ja, Wahnsinn. Was sagst du noch der Name? Der Mirko Strauch von Kohlenberg aus München. Aus München, genau. Super. Also noch viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Super Event hier.